im Moment haben wir den Elfmeter von Sabitzer, der immer mehr wehtut, weil nicht verwandelt für Wattens. Und diesen Freistoß von Grüll, mehr an Attraktion ist uns in dieser zweiten Hälfte noch nicht geboten worden. Muss aber, denn wie gesagt. So, und jetzt ist der Ball im Tor. Und Rapid führt mit 2:1 hier in der 75. Minute. Aber wie ist das nach diesem Eckball gegangen? Das schauen wir uns noch mal ganz genau an. Ja, der hat fast schon einstudiert ausgesehen. Es sei denn, der Burgstaller wollte definitiv nicht aufs Tor köpfen. Ja. Ja. Das war, glaube ich, wirklich so einstudiert. Also freue mich besonders jetzt bei uns bei Rapid TV Roman Kerschbaum, eigentlich der erste Neuzugang, der bekannt gegeben wurde im Frühjahr. Trotzdem erst jetzt haben wir für dich vor der Kamera, also herzlich willkommen nochmal. Dankeschön, freut mich, dass ich da bin. Roman, vielleicht ein paar Sätze, wie kam es eigentlich zu diesem Wechsel, zu dem Transfer? Du bist ja ein Urgestein aus der Südstadt, wenn ich so sagen darf, Erzadmiraner und von allen geschätzt und respektiert und dann für viele doch überraschend der frühzeitig bekannt gegebene Wechsel. Ja, ich muss sagen, war 3 Jahre bei der Admira, waren dann doch nur 3 Jahre, muss ich sagen. Aber ja, dadurch, dass mein Vertrag dann im Sommer ausgelaufen ist, hat dann Rapid eigentlich schon sehr früh Kontakt mit mir aufgenommen und hat sich dann sehr um mich bemüht. Und für mich war dann relativ schnell klar, dass ich auch den nächsten Schritt in meiner Karriere machen will. Und da ist einfach das mit Rapid einfach hat perfekt gepasst und deswegen habe ich mich dann auch für Rapid entschieden. Du siehst, wie man sich täuschen kann, das Urgestein. Ich habe immer den Eindruck gehabt, der Kerschbaum war immer bei der Admira und immer, wenn Admira gegen Rapid gespielt hat, bist du aufgefallen und leider jetzt aus grün-weißer Sicht nicht immer positiv, weil du uns auch wehgetan hast. Rapid, ein Club, du bist Österreicher, da braucht man nicht viel erzählen, da wirst du nicht allzu lange überlegt haben, wahrscheinlich, ob du das Angebot annehmen sollst. Was zeichnet für dich Rapid aus? Nein, eben wie ich schon gesagt habe, das war dann für mich, nachdem das Interesse schon sehr früh und sehr konkret da war für Rapid, war das dann für mich kein großes Überlegen, weil für mich Rapid ja, vom Ansehen her, von den Fans, von der Tradition, vom ganzen Verein her einfach die Nummer 1 in Österreich ist, schon immer in der Geschichte und auch jetzt noch ein ganz, ganz großer Verein in Österreich ist. Und ich wollte mir die Möglichkeit für so einen Verein zu spielen, die Möglichkeit wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen und deswegen habe ich mich dann auch relativ schnell dafür entschieden. Kaum war der Transfer offiziell, hat es eine andere Meldung gegeben, die nicht nur dich geschmerzt hat, sondern sicher auch deinen ehemaligen Club, aber vor allem auch deinen künftigen Verletzung. Was ist passiert, wann ist es passiert und wie geht es da vor allem jetzt? Naja, es waren dann glaube ich 5 Runden, wären noch zu spielen gewesen in der letzten Saison. Dann plötzlich im Training, einfach bei einem ganz normalen Schritt, hat man einfach einen Stich dann gegeben unterhalb des Knöchels und es war dann die Peroneus-Sehne betroffen, die musste halt dann operiert werden. Ja, jetzt bin ich ja, ganz gut wieder im Plan, im Reha-Plan. Läuft alles nach Plan. Ich hoffe, dass ich dann die nächsten Tage ja schon eine oder andere individuelle Sache am Platz machen kann. Dabei hat es noch Schwitzen im Kraftraum. Aber ich freue mich einfach, wenn ich dann wieder am Platz stehen kann und wenn ich dann mal mit der Mannschaft wieder trainieren kann. Hast du dir ein Ziel gesetzt zeitlich oder ist das gar nicht möglich bei so einer Verletzung, dass du sagst, okay, ungefähr Mitte so und so möchte ich mein Debüt für Rapid feiern? Nein, es ist schwierig zu sagen. Es ist generell eher eine seltene, ungewöhnliche Verletzung gewesen. Deswegen war das auch schwierig vorherzusagen, wie lange das ungefähr dauern wird. Wie ich schon gesagt habe, ich bin eigentlich jetzt wirklich ganz, ganz gut im Plan. Aber man muss halt dann immer schauen, Belastung dann wieder immer Schritt für Schritt steigern und dann auch schauen, wie dann der Körper oder der Fuß speziell darauf reagiert, auf die gesteigerte Belastung. Deswegen kann ich da jetzt nicht genau einen genauen Zeitpunkt sagen, aber ich hoffe schon, dass ich in den nächsten Wochen dann mit der Mannschaft trainieren kann. Die 88. Minute. Koselnik, gute Flanke. Dann kommt der Ball zu Kerschbaum und vollendet wird das Ganze von Bernhard Zimmermann. Wie schon zuletzt in Lustenau trifft der Joker und erzielt einen wichtigen Treffer für Rapid. Das Ganze in der 88. Spielminute. Hier noch einmal Kerschbaum, Steinwender fälscht ab. Der Ball wäre wohl reingegangen, aber Bernhard Zimmermann geht hier auf Nummer sicher. Zwette geschlagen und dann Zimmermann direkt von der Linie
hinein ins Glück. Wir haben heute schon öfter das Wort Führungsspieler gehört, auch in Bezug auf Sie. Man hat auch am Wochenende gesehen, wie wichtig Sie für die Admira sind. Wie würden Sie denn Ihre Rolle bei der Admira so ganz persönlich definieren? Ja, ich glaube, Führungsspieler, das ist immer so ein riesengroßer Begriff. Und ich glaube, dass der oft vielleicht dann auch falsch verwendet wird. Ich glaube, das alles Entscheidende oder das Wichtigste ist, einmal Leistung zu bringen. Und ich glaube, das macht einmal ein Führungsspiel aus. Ohne dass du Leistung am Platz bringst, kannst du kein Führungsspieler sein. Dann wirst du auch nicht in einer Mannschaft akzeptiert, dann wirst du in der Kabine nicht akzeptiert. Also die Voraussetzung, Führungsspieler zu sein, ist einmal die Leistung zu bringen. Dann wirst du akzeptiert. Und dann, okay, dann kannst du anfangen, dass du deine Mitspieler mitnimmst, dass du deine Mitspieler coachst, dass du eine Vorbildwirkung hast für jüngere Spieler und für andere Spieler und dass du dann einfach eine Verantwortung übernimmst und in schwierigen Situationen versuchst, einfach immer voranzugehen. Und ich glaube, das ist mir in den letzten Jahren immer besser gelungen, würde ich mal sagen. Wir haben meine vorigen Stationen da sicher auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich in die Richtung entwickle. Ich glaube, der Schritt damals nach Innsbruck war definitiv der richtige, weil ich damals mit 22 Jahren, auch wenn es der Schritt von der ersten Liga in die zweite Liga zurück war, damals mit 22 Jahren dann schon ein Führungsspieler in der Mannschaft war. Und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig war für meine Entwicklung und dass es jetzt da immer wieder Schritt für Schritt nach oben geht. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich noch sehr, sehr viel dazulernen kann und das ist auch mein Ansatz. Ja, Roman Kerschbaum ist da, wenn er gebraucht wird und hat schon so einiges erlebt. Bei der Admira zeigt er seit Sommer 2018, dass er auf jeden Fall sehr viel dazu beiträgt, dass diese Mannschaft zusammenhält. Da ist er richtig angekommen, Ronald Mann. Es sind seine Momente. Kerschbaum übernimmt die Verantwortung. Roman Kerschbaum kann Elfmeter schießen, das zeigt er auch hier. Kerschbaum gegen Schlager ist das Duell. Und Kerschbaum trifft. Mutig sein, Verantwortung übernehmen, das macht Roman Kerschbaum nicht nur vom Elfmeterpunkt. Der ist auch gut. Unglaublich vom Allerfeinsten hier. Ein absoluter Traum. Roman Kerschbaum, Top-Torschütze der Admira, eine Konstante, ein echter Leistungsträger. Bisher kann man ihn als den Leader im Team bezeichnen? Ja, zu 100%, glaube ich, haben wir das klar. Ich glaube, der am Platz, was natürlich einmal vorne weggeht, ist auch natürlich mit eins der Sprachrohr am Platz, übernimmt sehr gerne die Verantwortung und von dem sind wir sehr froh über ihn. Kerschbaum hat ja schon einiges erlebt. Sein erstes Bundesligator macht er im Dress von Grödig. Danach zweite Liga mit Wacker Innsbruck. 2018 steigt er mit den Tirolern in die Bundesliga auf. 2019 gleich wieder ab. Es war nicht immer einfach in den vergangenen Jahren. Wie viele davon waren verflixt, wie viele nicht? Na, wenn wir jetzt rein nach Scheinerhardbrach gehen, waren sehr viele verflixt. Da haben wir doch das ein oder andere graue Haar schon dabei. Aber ich glaube, dass der Kersch die eine oder andere schwierige Situation auch schon gehabt hat mit verschiedenen Mannschaften in der Bundesliga. Aber ich glaube, dass er jetzt wirklich zu einem extrem guten Spieler gereift ist. Und wie ist der eigentlich abseits des Platzes so drauf? Er ist jetzt kein richtig ruhiger Typ, aber er ist jetzt kein extrovertierter, sagen wir so. Doch in der Dein Verein-Rubrik sehr fragwürdig zeigt sich, auch er kann manchmal ein wenig austeilen. Wer weint bei Liebesfilmen? Ja, Willi, jetzt muss ich auch mit dir auch sagen. Wirklich, weil ich? Ich glaube, du kannst bei sowas dann schon ein sehr emotionaler und sentimentaler Typ sein. Also ich stelle mir das so vor, wenn es dann mit deiner Freundin sieht, ein Liebesfilm hat, dann kommen die wahrscheinlich als Erster die Tränen. Okay, aber jetzt wieder ernsthaft. Roman Kerschbaum ist in der Südstadt eigentlich nicht wegzudenken. Der schreit eigentlich nach einer Vertragsverlängerung, oder? Ja, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Es würde uns natürlich sehr, sehr freuen, alle, wenn er bei uns bleibt. Aber wie er sich entscheidet, das natürlich kann ich nicht beeinflussen. Die Admira und Roman Kerschbaum, das passt richtig gut. Aber es bleibt eben die Frage, ist ihm das genug?
Wie schwierig ist das jetzt für dich, für die Integration? Normalerweise als Fußballer ist man halt mit seinen Mannschaftskollegen am Platz zusammen. Du hast gesagt, du trainierst auch individuell. Erschwert das die Integration oder fühlst du dich schon gut aufgenommen in der Gruppe? Erstens muss ich mal sagen, dass ich schon vom Tag 1 weg perfekt aufgenommen worden bin von jedem einzelnen Spieler, von jedem Betreuer. Natürlich fällt das ein bisschen die Integration dann am Platz, wenn du noch nicht mit der Mannschaft trainieren kannst. Das wird dann auch, wie gesagt, die nächsten Wochen dann Schritt für Schritt passieren. Aber es ist trotzdem wichtig, so wie es jetzt ist im Trainingslager, dass man eben viel Zeit mit den neuen Teamkollegen verbringt. Da lernt man sie trotzdem dann immer besser kennen und deswegen glaube ich, dass das mit der Integration ganz gut funktionieren wird. Hast du generell in dieser Mannschaft schon, sage ich mal, alte Bekannte, auf klar, Emanuel Aiwuha Kollegen bei der Admira, aber ansonsten hat es da Berührungspunkte gegeben, kennst du welche oder ist es ein sehr, sehr großes Neuland? Naja, ich meine, dadurch, dass ich auch schon einige Jahre in der Liga spiele, schon sehr, sehr oft gegen Rapid gespielt habe und schon sehr oft gegen viele gespielt habe als Gegner eben. Mitspieler war nur tatsächlich der Emanuel Aiwuha bei der Admira, ansonsten habe ich eigentlich noch keine Berührungspunkte gehabt. Und jetzt so die ersten Eindrücke vom Trainingslager, da ist man dann doch, da bist du dann noch mehr integriert, weil man den ganzen Tag zusammen ist. Ihr habt ja auch einige Programmpunkte, die nicht am Platz stattfinden, gemeinsam. Bedingungen hier für dich okay? Premiere für dich hier im Bad Arzmannsdorf? Nein, nicht Premiere, ich war schon öfters da. Die Bedingungen für Trainingslager sind optimal. Ich glaube, dass es in Österreich nicht wirklich was Besseres gibt. Das ist echt top, die Wege sind kurz, Trainingsbedingungen sind perfekt, alles was das Hotel betrifft ist perfekt. Also ja, kann man sich eigentlich nichts Besseres vorstellen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, so ein Trainingslager ist eben ganz, ganz wichtig, dass man im Abseits vom Platz zusammenwächst und als Mannschaft einiges machen kann. Abschließende Frage, klar, das allererste und oberste Ziel für dich wird sein, wieder am Platz zu stehen, zu spielen. Welche Ziele hast du ansonsten für deine ersten Rapid-Jahre, wenn ich so sagen darf, gesetzt? Ja, genau. Jetzt einmal wichtig, dass man mich in die Mannschaft integriert, dass ich fit werde und dann schauen, dass ich in die Mannschaft finde und um so viele Minuten wie möglich zu absolvieren, der Mannschaft zu helfen. Und dann, glaube ich, als Mannschaftsziel muss einmal ein ganz großes sein, dass wir uns für die Gruppenphase in den Europacup qualifizieren. Das muss einmal natürlich einen ganz hohen Stellenwert. Das hoffen wir alle und Roman, vielen Dank. Freuen uns auf hoffentlich bald wieder ein Wiedersehen, auch in dem Rahmen. Aber am meisten freuen wir uns, wenn wir dich am Platz im grün-weißen Trikot sehen. Dankeschön, hat mich gefreut. Ja, heute Mittag nämlich über 90 Minuten auswärts bei Sturm 2 in der zweiten Liga. Wie ist es Ihnen ergangen, Roman Kerschbaum? Was hat der Körper gesagt? Ja, war einfach wieder mal ein richtig schönes Gefühl, wenn man über 90 Minuten ein Spiel durchspielen kann. War letzte Woche schon gut, da habe ich 60 Minuten gespielt und das war einfach jetzt mal wichtig oder ist in der Phase einfach richtig wichtig, dass ich noch über 3 Monaten, wo ich gar nichts spielen habe können, mal wirklich diese Matchminuten wieder kriege. Wann startet für Sie dann das Projekt Rapid 1? Ja, weiß ich nicht, sobald mir dann der Trainer braucht. Ich meine, es ist jetzt natürlich, wie ich schon gesagt habe, ganz, ganz wichtig, diese Match-Fitness zu kriegen und die kriegt man einfach am besten über Spiele und deswegen bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich die Minuten auch bei Rapid 2 jetzt sammeln kann. Und wie gesagt, heute haben wir über 90 Minuten durchgespielt, was sehr, 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 sehr wichtig war für den Körper und man wird dann sehen, Schritt für Schritt natürlich das Ganze steigern wieder. Sie sind einer von 8 Neuen im Team. Wie findet man sich da? Ja, natürlich war ein gewisser Umbruch da und auch einige neue Spieler, aber ich glaube, wir haben uns ziemlich schnell gefunden. Am Platz natürlich geht es noch ein bisschen besser, dass die Automatismen besser dann greifen, aber ich glaube so, das ganze Mannschaftsgefüge hat sich ziemlich schnell gefunden. Reden wir über das Spiel heute, wie haben Sie die Teamkollegen gesehen, in Führung gegangen, wohl auch verdient in Führung gegangen, danach kann man sagen, eine Chance nach der anderen, eine haben wir noch herausgepickt, stellvertretend für den Spielverlauf in der ersten Hälfte. Schielfehler, auch einer Ihrer neuen Kollegen Kühn, der da reinfährt. Marco Grüll, der einem Tor immer näher kommt, so scheint es zumindest in dem Ligator. Wie haben Sie die ersten 45 gesehen? Ja, ich glaube, das ist bis zum 1-0 haben wir ein bisschen gebraucht, dass wir ein Spiel eingefunden haben. Ich glaube, da war es noch eher eine ausgeglichene Partie, aber dann ab dem 1-0, das war so der Dosenöffner und dann haben wir immer mehr Sicherheit gekriegt, glaube ich, und dann haben wir definitiv die komplette Kontrolle über das Spiel gehabt und haben uns leider nicht belohnt dann mit dem zweiten Tor. Ich meine, da hat es der Kühn richtig gut gemacht, richtig gut durchattackiert. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt natürlich nach der Pause versuchen nachzulegen und dass wir nicht nur aufs Verwalten gehen. Roman, wie viel von Baku hängt da noch nach und was bedeutete ein Weiterkommen für den Verein, für die Spieler intern, für Sie persönlich, Sie könnten in den Europacup dann einsteigen?
Ja, natürlich ist es extrem wichtig für alle, für den ganzen Verein, für jeden einzelnen Spieler, für die Truppe. Natürlich war es ein kleiner Dämpfer jetzt letzten Donnerstag in Baku, weil wir uns das Leben selber schwer gemacht haben und wenn wir uns das Ergebnis, die Niederlage selber angreifen müssen. Es war die erste Niederlage in der Saison, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, war es ganz wichtig, dass wir mit einem 2-1 dann zum Schluss der Burgi, dass wir dann mit halbwegs ein Ergebnis rausgekommen sind und am Donnerstag hast du einfach Vollgas geben da daheim für unsere Fans und dann bin ich wirklich überzeugt davon, dass wir eine Runde weiterkommen. Roman Kerschbaum, herzlichen Dank für das Gespräch. Und auf bald, sage ich mal. Ja, danke, ich hoffe es auch. Danke.